Ihre Spitzenposition wollten die Kassel Huskies auch in ihrer Begegnung gegen die Füchse untermauern. Husky-Kapitän Manuel Klinge, der am Mittag noch Gerüchte um einen möglichen Wechsel zu den Kölner Haien dementierte, sollte hierbei noch eine wesentliche Rolle spielen. Uli Egen analysierte genau, wie er vorgehen sollte, um bei den Füchsen heute nicht zu stolpern. Einige reiselustige Fans der Kassel Huskies sahen eine schnelle Führung ihrer Schlittenhunde. Es dauerte nur 22 Sekunden, als Manuel Klinge die Huskies mit 1:0 in Führung brachte. Ein optimaler Start für die Nordhessen. Petri Sikora mit der Vorlage auf Klinge, der sicher verwandelt. In der nächsten Szene ist Klinge wieder im Mittelpunkt mit einem Check an Dennis Palka. Kassiert er 2 Minuten und Daniel Villaschek folgte nur wenig später. Die Füchse im Angriff bemüht, konnten aber in doppelter Überzahl nicht treffen. In der 16. Spielminute traf Sven Valenti zur 2:0 Führung für die Kassel Huskies. Ein tolles Tor vom rechten Bullikreis überwindet er ohne Mühen Felix Bick im Kasten der Füchse. Die Gäste gaben den Ton an und mit einer 2:0 Führung ging es in die erste Pause. In der 23. Minute die Duisburger wohl mit der besten Möglichkeit, den Anschluss nicht zu verlieren, aber Dani Albrecht stoppt den Angriff. Die Huskies können nach Belieben kombinieren und erhöhen die Führung in der 25. Spielminute durch Michael Christ auf 3:0. Und die rund 50 Fans feierten ihre Mannschaft. So ist der Spielstand keine Überraschung. Das Tor des Abends geht aufs Konto von Manuel Klinge. In Unterzahl geht das Bulli zunächst an die Füchse, aber Klinge blitzschnell, stört den Aufbau und kann sich die Scheibe erkämpfen. Läuft über links auf Felix Bick zu, zieht ab und Tor für die Huskies. Manuel Klinge in Unterzahl, ein Shorthander zum 4:0 und die Entscheidung hier ist gefallen. Benjamin Finkenrath im Tor der Kassel Huskies konnte hier noch einen Patzer der Huskies vereiteln, als Dennis Palka Sven Valenti den Puck abnahm. In der 40. Spielminute bekam Dennis Fomenüch eine 2+10 für Checks gegen Kopf und Nacken an Daniel Villaschek, der mit Kopfschmerzen in der Kabine blieb. An dieser Stelle gute Besserung. So ging es für den EV Duisburg in Unterzahl in den Schlussabschnitt. Franz Fritzmeier mit letzten Instruktionen. Der Schlussabschnitt war von etwas härterer Gangart geprägt. So kam es an der Duisburger Spielerbank zu einer Rangelei, die von den Duisburgern ausging. Doyle und Breitkreuz mussten für je 2+2 in die Box. Tobias Schnipper erhielt 2 Minuten für Haken und die Huskies markierten in Überzahl das 5:0. Michael Christ fälschte den Schlagschuss von Alexandra Heinrich ab. Keine Chance für Felix Bick. Daniel Schmölz machte sich in der 46. Spielminute den Fehler von Benjamin Finkenrath zunutze und kann auf 1:5 verkürzen. Es sollte aber der einzige Treffer aus Sicht der Duisburger bleiben. Ja gut, ich denke, wir hatten uns heute vorgenommen, in Führung zu gehen, was sehr wichtig ist für uns gegen so eine Top-Mannschaft wie Kassel. Leider hat uns der Manuel Klinge, meiner Meinung nach der absolute Topspieler der Liga, nach 20 Sekunden direkt einen Strich durch die Rechnung gemacht. Dann hat der Valenti, einer der weiteren Topspieler, gleich noch einen nachgelegt. Und dann ist es natürlich schwer, gegen so eine Mannschaft zu bestehen. Des Weiteren war halt der Unterschied. Wir hatten sehr viel Überzahl im ersten Drittel. Das konnten wir leider nicht nutzen. Ja, das ist leider unsere große Schwäche, dass wir da leider nichts zustande bringen im Moment. Und ja, was positiv war, ist, dass wir uns nie aufgegeben haben, im letzten Drittel nochmal zurückgefightet haben, auch nochmal einen Ruck durch die Mannschaft ging, als wir unser Tor dann geschossen haben. Und nichtsdestotrotz, auch wenn es jetzt eine weitere Niederlage war gegen eine der Top 3, ist mir nicht bange. Wir werden weiter hart arbeiten und dann schauen wir mal, was in der nächsten Runde passiert. So, DJ Fox, die Neuverpflichtung jetzt beim EV Duisburg. Einmal vom sportlichen Leiter kurz einen Kommentar dazu. Was ist das für ein Spieler? Was können wir von diesem Spieler erwarten? Wir waren schon die letzten 4-5 Wochen auf Mittelstürmersuche, weil wir insgesamt einfach zu wenig Tore schießen. Und gerade ja, auch Manuel Strodel, bei der eigentlich für die Position angedacht war, der hat sich in der DEL festgespielt gehabt in Düsseldorf, also mussten wir reagieren. Und ja, wir waren auf der Suche nach einem geradlinigen Stürmer, Zug zum Tor, der aber genauso wie alle anderen Jungs hart arbeitet, jeden Check zu Ende fährt, ein Anführertyp, ein Leadertyp und haben wir mit TJ auf jeden Fall gefunden. Die Huskies fahren heute zum letzten Spiel in der Vorrunde zum Herforder e.V., wo man die Oberligameisterschaft perfekt machen kann. Für die Füchse geht es am 4.11. mit der Zwischenrunde beim Krefelder e.V. weiter.